Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Minecraft. Ja, das wird mal wieder eine Daueraufnahme hier. Ja, der war schlecht. Ja, das wird mal wieder eine Daueraufnahme. Ich brauche 4 Folgen, damit ich auf die 99 komme. Und für die Folge 100 habe ich mir mal ein paar Gäste eingeladen, die euch relativ bekannt sein dürften. Jetzt gehen wir mal, wer hätte es erwartet, erstmal pennen, damit das ganze Gesocks hier mal weg ist. Man will hier in Ruhe arbeiten, wa? So, was haben wir da für Kollegen? Creeper und 2 Skelette. Ja, gut. Und mal hier Longshot. Longshot. Down. Und keine Pfeile mehr. Da ist ein Creeper. Den müssen wir im Auge behalten. Oder angreifen. Ey! Komm mal her! Ey! Ey! Du, ja! Genau du! Ey! Aua! Komm hier nochmal! Und? Dankeschön! An den kommt man nicht ran. Den muss dann die Sonne übernehmen. Und geh mal schwimmen. Aua! Aua! Ach komm, ich lass mich zur Haustür ballern. So, unter der Wasseroberfläche können die uns gar nichts. Deswegen verdünnisieren wir uns mal jetzt eben hier ganz schnell ins Häusle und oben rein und dann haben wir hier erstmal Ruhe. So, ja, bald 100 Folgen. Muss ich mir irgendwas überlegen. Schwierig, schwierig. Was macht man denn da so? Besorgt man Kuchen? Soll ich für meine Gesellschaft einen Kuchen besorgen? Ah, ich weiß nicht. Aber was ich weiß, dass ich das mit den Shadern mal wieder vorerst lasse. Oder auf Standard stelle, wenn er was bringt. Kann ich? Bringt das irgendwas? Hab ich da was von? Habe ich so rein gar nichts von. Was macht die Katze denn da draußen? Ach, mal ein bisschen hier rum. Shaders. Das ist das. Clock Shadow. Ja. Block Breaking. Hand Death. Bringt mir das irgendwas? Ich habe keine Ahnung von nichts. 1-0, ja. Dann. Dann haben wir das getan. Und dann. Das. Nee. Ich glaube, das muss ich leider ausmachen, bis ich mal einen anderen PC habe. Wenn der Chatty am Rumhaken ist hier, da bringt einem das ja auch nichts. Kann ja keiner damit arbeiten. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen wie der weiße Hai. Ach, das Übel im Keim erstickt. Ich wollte eigentlich noch Glas mitnehmen. Stimmt ja, da war ja noch was. Gut, dann laufen wir den Weg nochmal zurück. Und die Katzi-Tatzi, dann nehmen wir auch mal wieder mit. Ach, Dankeschön. Katzi-Tatzi, mitkommen. Katzi. Katze. Miez, komm her, Miez. Los, komm her, Miez, böse Miez. Ich warte, bis er reinkommt. So, brauchten, hätten Glas und Glas haben wir. Irgendwo müssen wir noch Glas haben. Wo haben wir das denn? Glas ist ein Stoff von Sand und den haben wir echt nirgendwo? Oder haben wir einfach noch nicht genug gebrannt? Das kann natürlich auch sein. Fände ich ein bisschen doof. Haben wir noch welchen drin? Ja, haben wir noch. Und da haben wir auch noch. Und da haben wir auch noch. Wunder Bärchen. Katze. Katze, komm mit. Komm mit. Hier hin. Aber flott die Karotte hier in das Häuschen rein. Los.
Wo ist dein Problem? Hä? Steckst du hier im Schilf fest? Ja, nein, 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 nein. Nein. Bleib, Sitz, Platz. Danke. Ah, woher diese Affinität zu den Kisten haben, verstehe ich nicht. Hauptsache draufsetzen und mir den Tag verderben. Das haben wir ja gern sowas. So, jetzt müssen wir gleich gucken, dass wir da oben keine Gesellschaft haben. Mü. Boah. Was willst du denn? Und was willst du denn? Und vor allem, was willst du denn? Und du? Ja, und du mal sowieso. Geh mal weg hier. Und ich höre hier eine Spinne. Ja, komm, geh weg. Komm, geh weg. Tolle Aussage, ja. So, solange jetzt da oben kein Creeper auf uns wartet, bin ich beruhigt. Ach du Scheiße. Was geht denn da oben ab? Alter! Was ist das? Überlass mal einem den Vortritt. Na, 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 na. Komm her, komm her, komm her. Ich hab hier was für dich, ich hab hier was. Batz! Ich hab hier noch was. Oh. Ist gestorben. Ei. Habe ich die Spitzhacke mit? Ja, sollte reichen. Ausweichen. Aua. Und. Ah, Creeper. Ah. Ja, komm. Hab dich gewarnt. Aha. So, da mal ein. Und da kriegst du noch einen. Hi. Hallo, Kollege. Hallo, Kollege. Du wärst fast ins Auge gegangen. Und hallo, Kollege. Danke. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ah, dieses Rumgedipsel da oben, das geht mir auf den Zwirn. Ah, nein! Du Drecksvieh. Du dreckiges, dreckiges Drecksvieh. Aua. Na toll. Na toll. Na toll. Habt ihr auch nichts zurückbekommen davon? Nee, aber Hauptsache die Wand steht noch. Hauptsache, die Wand steht noch. Rest kann man ja reparieren. Und du willst auch noch Stunk machen? Geh mal schön wieder in dein Loch zurück. So, und hier müssen wir jetzt überlegen. Das kann so nicht bleiben. Hier muss irgendwo Licht rein. Ich hämmer hier erstmal ne? Die, wisst ihr? Nicht wisst ihr das Betriebssystem, das ist nämlich total kacke. Wisst ihr Bescheid, hier erstmal die Wände wegmachen. Ach, was haben wir denn so gerade aktuell auf dem Plan? Weiß ich gerade gar nicht. Die Nachrichten sind die letzten Tage so an mir vorbeigezogen. Ach ja. Zum Thema Tierschutzorganisation. Die PETA hat jetzt, glaube ich, tausende von Fischern verklagt wegen Tierquälerei. PETA, Leute verklagen, an sich nichts Ungewöhnliches. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich damit? Irgendwas wollte ich damit jetzt sagen. Aber wenn das Hirn wieder nur halb mitspielt, das ist extrem ungünstig. Ja, die haben hunderte, also tausende von Fischern verklagt wegen Tierquälerei, weil man kennt das ja, angelst ein bisschen, hast kein Holz mehr mit und so was. Ich bin auch gerade wieder voll der Fußballspieler. Die haben auch nur das Wort M und das war's dann. Also, was ist hier los? Mann!
Ich habe mich nicht unterschrieben, was soll das? Das ist doch alles gut abgedeckt. So, dann müssen wir zum Punkt kommen hier. Also, die Peter hat Fischer verklagt, weil die, man kennt das ja, man geht fischen, hat einen richtig schönen großen Fang gemacht, nimmt das Viech auf den Arm und macht ein Foto davon. Ist ja so gang und gäbe. Nein! Nein, ich hab dich nicht angesehen. Nein, lass mich in Frieden. Hab grad keine Zeit für dich. Na? Na? So. Ach, ich muss. Nee. Ansonsten haben wir Probleme. Gehen wir mal auf 60 runter. Auf 60. Das machen wir mal an. Lassen wir auch noch mal schnell. So. So. Vielleicht läuft es jetzt ein bisschen flüssiger. Dann können wir uns auch mal um den kümmern. Wo kommst du schon wieder her? Ha? Hab dich was gefragt? Ja, hier kommt, nimm. Für zwei Pfeile. Das ist ja mal Riesenausbeute. Also, die Peter. Schnauze hier. Die Peter hat Fischer verklagt, weil, nämlich wegen Fischen und so, Fische auf den Arm, bla bla, kennt man alles. Dadurch würden die Tiere gequält und durch das Fischen selber einem Stress ausgesetzt, der dann so auf so einem Level ist, dass es schon zur Tierquälerei zählt. Ich sag mal so, Angeln für den Lebensunterhalt, sprich Angeln, was man braucht, damit man mal zu essen hat, ist für mich vertretbar. Angeln zum Spaß, sehe ich ziemlich geteilt. Muss ich sagen, ist jetzt nicht so, unterschreibe ich jetzt nicht. Weil, warum muss man die Tiere dann aus dem Wasser holen? Die kann man doch einfach in Ruhe lassen, wenn sie es da so schön haben. Ich meine, jetzt mal überleg doch mal. Sitzt da in deinem Zimmer, hast deine Ruhe, bist gerade schön an Musik hören. Zack, hast einen Haken im Maul und wirst aus deinem Zimmer rausgeschleift. Das ist, hätte, glaube ich, keiner von uns wirklich Lust drauf. Aber naja. Und zu Peter selber. Die müssen sich jetzt nicht unbedingt immer in so Kleinkram aufhalten. So. Schön und gut, es gibt Tiere, die gefährdet sind. Da rede ich mal ganz besonders von Tigern. Weil ich mag Tiger und wie ich Tiger mag ich nicht. Tiger sind die schönsten Lebewesen auf der Welt. Bei denen sollte man dann nochmal eher drauf gucken, dass sie auch wirklich artgerecht behandelt werden. Ja, ich baue jetzt überall Fenster rein, weil das hat sonst keinen Sinn. Funktioniert sonst nicht. Fackeln brauche ich auch mal wieder. Und hier die Stufen muss ich auch wieder reinmachen. Alles wird mir kaputt gemacht. Alles. Alles, was ich mir hart erarbeitet habe. Ich kann ja dann mal ausprobieren, die Shader an, aber auf 30 Frames zu machen, weil mit so viel nehme ich auch auf. Das sollte dann reichen. Ob das dann besser funktioniert? Wo ist er? Ah, da hinten. Okay. Dachte gerade. Schon Panik gehabt. Miau, 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 miau. Was wollte ich denn? Schlafen gehen. Wo war ich gerade stehen geblieben? Die Shader einmachen und auf 30 Frames runterstellen. Vielleicht funktioniert es dann besser. Ich habe jetzt nicht gerade den High-End-NASA-Mega-PC. Wobei die mit der NASA auch, also bei der NASA auch mit Windows 95 arbeiten, soweit ich weiß. Aus dem einfachen Grund, da programmiert keine Viren, werden keine Viren für programmiert. Zumindest macht das heutzutage keiner mehr. Warum denn auch? Ist ein altes System. Was willst du damit?
Natürlich könntest du hier die ganzen Weltalleroberungspläne zunichte machen, aber so einen wirklich großen Nutzen hätte ich da selber jetzt nicht von. Muss ich mal so sagen. So, Grafikeinstellungen 30, fertig. Shaders. Die hier. Huch. Hallo? Kann ich nicht so? Hey. Hey. Da ist mir jetzt Minecraft abgeschmiert, so wie mir aus, wie das aussieht. Toll. Großartig. Dann sag ich mal, bis gleich.